40 Millionen verkaufte Exemplare weltweit, in 40 Sprachen übersetzt, in 90 Länder verkauft. Catan, der Spieleklassiker vom Kosmos Verlag. Ich würde mittlerweile sagen, das Rückgrat ist so Catan. Doch damit die Erfolgsgeschichte nicht aufhört, braucht es immer neue Ideen. Schippe drauflegen auf Catan ist wirklich sehr schwierig, denn wir denken ja schon, dass das Basisspiel ist schon ziemlich perfekt. Gleichzeitig müssen die Kosmos-Redakteure auch neue Spiele entwickeln. Ich hatte noch nie so Lust, ein Spiel zu testen wie dieses. Aus einer Spielidee muss ein verkaufsfertiges Spiel werden. Das ist natürlich die spannendste Frage, wie kommt es bei den Spielern da draußen an? Und vor allem, werden die neuen Spiele noch rechtzeitig zur weltgrößten Spielemesse in Essen fertig? Es ist einfach so, dass es nicht ganz so einfach ist, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Sorte Papier oder Material, die unsere Produzenten brauchen, bei denen auch zu bekommen. Der Kosmos Verlag in Stuttgart. 200 Mitarbeiter arbeiten hier im verwinkelten Altbau mitten in der Innenstadt. Seit mehr als 200 Jahren gibt es den Verlag. Von den drei Fragezeichen über Ratgeber, Experimentierkästen bis hin zu den Brettspielen. Die Produktpalette ist groß. Halt mal ein bisschen näher hin, dann hört das auch lauter. Um weiter erfolgreich zu sein, braucht der Verlag Spieleredakteure wie Tobias Geier. Als Volontär hat er angefangen, jetzt soll er sein erstes eigenes Spiel betreuen. Um die 1000 Spielideen bekommt Kosmos jedes Jahr zugesendet. Die muss er erstmal filtern. Indem man eben viel spielt und viele Spiele kennt, entwickelt man irgendwann so ein bisschen ein Gefühl dafür, was es schon gibt. Und wenn es zum Beispiel ein Spiel ist, bei dem man würfelt und dann so ein bisschen auf dem Brett läuft, dann funktioniert das meistens gut. Aber das ist dann vielleicht nicht die neueste Idee, weil das kennt man schon von Mensch, ärgere dich nicht oder von Monopoly. Und wir suchen eigentlich nach den ganz besonders neuen Ideen. So eine besonders neue Idee könnte er vielleicht gefunden haben. Ein Kartenspiel namens Tricky Little Death, übersetzt in etwa fieser kleiner Tod. Also die Spielidee klingt sehr interessant, ich würde es echt gerne spielen. Das Thema ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abschreckend, beziehungsweise für Kosmos als Familienspielverlag weiß ich nicht, ob jetzt so ein Spiel mit dem Thema Tod und mit dem Thema ja, Grabsteine und Totenschädel so ganz passend ist. Da müsste man vielleicht noch mal drüber nachdenken. So, dann herzlich willkommen zum Spieletest. Heute spielen wir Tricky Little Death, ein Spiel über den Tod und übers Seelenklauen. Erster Härtetest. Wie kommt das Spiel bei den Kollegen an? Das müsst ihr jetzt erstmal thematisch quasi ignorieren. So wie ich die Karte standardmäßig auffächer, sehe ich keine einzige Zahl. Haben Sie die Zahl nicht in allen Ecken? Das ist erstmal ein guter Punkt, den schreibe ich mir gleich auf. Und dann geht's los. Jeder Spieler bekommt eine geheime Rolle. Einer ist der Tod. Er sabotiert das Spiel, während die anderen versuchen, gemeinsam Aufgaben zu erfüllen. Jetzt hast du schon mal zwei Seelen. Kann ich weiß alle anderen, wir müssen sie nicht aufpassen. Ich mach mal was ganz anderes. Ah, ich habe keine Seele mehr, nein! Ich kann sie nicht mehr einsetzen. Mit was, frage ich mich, aber gut. Am Ende müssen sie abstimmen, wer war der Tod. Drei, zwei, eins. So, jetzt musst du deine Rollen gerade aufdecken. Wer hätte es gedacht? Ah, sehr gut. Also erstmal ist ja die wesentliche Frage, ja, wer würde es jetzt sofort nochmal spielen wollen? Weil das ist ja für uns immer das Entscheidende. Ne? Macht es jetzt wirklich Spaß? Haben alle gesagt, so, boah, das ist spannend. Und ich hatte jetzt so vom Zuschauen, was ja auch mal ganz gut ist, auch das Gefühl, so, alle sind voll drin. Das Thema ist vielleicht ein bisschen schwierig. Was ich mir eher vorstellen könnte, sowas mit ja, Verräter und man weiß nicht, wäre vielleicht irgendwie sowas mit Doppelagenten, irgendwie so eine Agentenstory. Ja. Könnte vielleicht eher was sein, was dann vielleicht auch für mehr Leute anspricht. Neues Thema, neues Design. Bevor aus Tricky Little Death ein verkaufsfertiges Spiel wird, hat Tobi noch viel zu tun. Kollege Arndt Fischer ist da schon weiter. Er betreut Catan. Ein Brettspiel, bei dem mithilfe von Rohstoffen Siedlungen gebaut werden. Es ist das Flaggschiff des Verlags. Doch fast wäre es nie dazu gekommen. Denn Anfang der 90er lief es mit den Spielen nicht rund.
Und da war gerade die Überlegung, eben die Spieleabteilung tatsächlich abzustoßen und keine Spiele mehr zu machen bei Cosmos. Und gerade in diese Überlegung hinein kam dann der Prototyp für die Siedler von Catan zum Verlag, wurde ausprobiert und alle haben gesagt, das ist jetzt nochmal, das probieren wir auf jeden Fall aus. Catan wird zum Riesenerfolg, ist aus der Brettspielwelt nicht mehr wegzudenken. Damit das so bleibt, will Arndt das Spiel immer weiterentwickeln. Dafür fährt er nach Hessen zu Catan-Erfinder Klaus Teuber. Hier haben wir ein Szenario, was dann zusammen mit dem Catan-Basisspiel gespielt werden kann. Es wird Fußballfieber heißen. Und da gucke ich gerade durch, ob wir alles Material mit dabei haben. Beispielsweise kann man hier jetzt sehr schön sehen, ja, wir haben sehr verschiedene Bälle. Und das ist was, wo ich dann eben gleich mit den Autoren drüber spreche. Die hatten jetzt grundsätzlich eine Idee, wie man das in Spiele einbauen kann. Und wir überlegen uns dann, wie es im Einzelnen gestaltet wird. Als Redakteur ist er die Schnittstelle zwischen Autor und Verlag. Gemeinsam mit den Autoren arbeitet er an den Ideen. Gleichzeitig muss er aber auch schauen, dass alles umsetzbar und finanzierbar ist. Für mich persönlich ist es so, dass Catan wirklich eins der prägenden Spiele für mich war. Und von daher war das eine glückliche Fügung, dass ich jetzt letztlich auch dafür und da dran und damit arbeiten darf. Weil es schon immer, und das hört sich immer ein bisschen platt an, mein Lieblingsspiel war. Dieses Spiel hat es geschafft, mich komplett in den Bann zu ziehen. Und ich freue mich fast jeden Tag, dass ich eben da mit dabei bin, das vielleicht auch anderen Menschen zu zeigen. Zwei Spiele will er heute mit dem Catan-Erfinder weiterentwickeln. Eins davon soll schon zur großen Spielemesse in wenigen Wochen fertig sein. Da weiß ich schon, wird es bei dem Projekt ein bisschen eng. Unser Ziel ist, pünktlich zur Messe Essen mit dem Spiel draußen zu sein. Und da hängen wir so ein kleines bisschen. Also da müssen wir ein bisschen Gas geben und ich hoffe, dass wir das heute hinkriegen. Das ist übrigens ein Keller in Wendlingen. Hier gibt's nur eins, Spiele. Und ihnen gehört der Keller, Melli und Angelo Marandino. Um die 1500 Spiele haben sie schon gespielt. Hier oben. Was ich wirklich toll finde, ist, dass es einfach weg von diesem Schnelllebigen ist, dieses ganze Digitale, jeder ist irgendwie für sich im Wohnzimmer und mit Kopfhörern nur verbunden. Und jetzt sitzen wir alle mal wieder an einem Tisch, wir quatschen einfach über Alltagssachen. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten an diesen Brettspielen wieder Spaß macht, dass man entschleunigt. Seit 22 Jahren sind die beiden ein Paar und sie spielen jeden Tag. Also Melli gewinnt häufiger wie ich. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich mehr so der Bauchspieler bin und Melli ist eher so der Grübler. Also ich gucke einfach, was passiert, was kann ich mit den Sachen machen. Dann merke ich erst im Nachhinein, oh, es wäre vielleicht cleverer gewesen, die Aktion einen Ticken später zu machen. Und Melli, die kann aber sich schon ziemlich reinfuchsen in das Ganze. Naja, wobei man muss auch sagen, du rennst immer los, weil die offensichtlichen Punkte crappt immer ab. Rennt schon mal voll los im Sport und nachher geht eben die Luft aus. Und Melli kommt dann gemütlich so hinterhergelaufen. So ich versuche erstmal die Gegner einzuschüchtern, indem ich die Punkte mache. Aber meistens reicht es dann hinten raus nicht. Es ist ein bisschen Sprinten und Marathon. Ein Spiel hat es auch Ihnen ganz besonders angetan. Ohne Catan wäre jetzt die Brettspielwelt nicht ganz da, wo sie ist. Es war einfach so maßgeblich, ausschlaggebend, um Familien einfach so ins nächste Level zu bringen. So weg von diesen einfachen Kartenspielen hin zum anspruchsvolleren Familienspiel. Spieleredakteur Arndt Fischer ist mittlerweile in Hessen bei Catan-Erfinder Klaus Teuber angekommen. Hallo. Hi. Gut, dich zu sehen. Dass du da bist. Ja. Zug hat ein bisschen Verspätung, aber jetzt haben wir es gerade immer geschafft. Ja. Hier in Rossdorf hatte Klaus Teuber vor mehr als 30 Jahren die Idee für Catan. Hi Benni. Hi, grüß dich. Gut, dass du schon da bist. Hi. So, was ich jetzt mitgebracht habe, ist der aktuelle Stand zum Fußballfieber-Szenario. Sohn Benni ist vor 10 Jahren in das Unternehmen eingestiegen. Mittlerweile entwickelt er die meisten Spielideen. Vater Klaus steht aber immer beratend zur Seite. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir diese Mappe hier benutzen. Die kann man aufstellen, so als wäre es dann ein Stadion. So. Und da kann man dann reinwürfeln. Und dann brauchen wir natürlich noch Bälle. Jetzt hat unsere Produktentwicklung hier verschiedene Möglichkeiten. Und da könnt ihr auch mal mit drauf gucken.
wie die funktionieren. Ich kann direkt sagen, der hier wird nicht funktionieren. So aber groß? Genau, also das würde zu viel Material brauchen. Und dann würden wir einfach sagen, weiß ist nicht getroffen und rot ist getroffen. So, und Treffer oder nicht Treffer und dann der andere, genau der andere. Ja, jetzt hätte grün zum Beispiel natürlich 1-0. Mit dem Szenario können Catan-Fans das Basisspiel erweitern und so über die Fußballspiele zusätzliche Siegpunkte machen. Das müssen wir noch mal gucken. Kommt ja ein bisschen drauf an. Aber ich schätze zwischen 12 und 15 Euro als Verkaufspreis. Aber ich glaube, in der schönen ich glaube, da wird sich jeder drüber freuen. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Bis das Fußballszenario erscheint, dauert es aber noch ungefähr ein halbes Jahr. Letzte Vorbereitungen in Wendlingen. Einmal im Monat veranstalten Angelo und Melli einen Spieleabend. Spielefans aus der ganzen Region kommen dann zu ihnen und spielen bis spät in die Nacht. Viele kommen gestresst an, so auf den letzten Drücker, sind vielleicht noch im Stau gestanden. Dann sagt man erstmal durchatmen, hinsetzen, holt euch noch was zu snacken. Und dann wird losgespielt. Und wenn dann wirklich so gegen 24 Uhr das Licht ausgeht und alle mit einem Grinsen auf den Gesicht gehen, dann ist es für uns einfach gelungen. Und man liegt dann total todmüde, happy, aber wirklich happy auch im Bett und freut sich dann schon wieder auf den nächsten Monat. 19 Uhr. Noch schnell was zu essen schnappen. Alle Optionen, fast alle. Du spielst jetzt bei Catan? Ja, genau. Okay. Ja, aber es ist ein Preis echt runtergegangen. Ja, 260. Auch Angelo ist Spieler am Catan-Tisch. Seit 3 Jahren hat er es nicht mehr gespielt. Die Regeln erklärt deshalb lieber Freund André. Nee. Die Zahl, die kommt, außer 7, bekommst du dann an Rohstoffen. Und zwar überall, wo dein Dorf anliegt. Für Siedler brauche ich echt noch eine kleine Erinnerung. Es ist einfach zu lange her, wo ich Siedler gespielt habe. Deswegen danke dir, André. Alle Regeln sind erklärt. Dann kann es ja losgehen. 4 verschiedene Spiele werden heute gespielt. Die Sondersiegpunkte, die müssten jetzt jeweils hier drauf verteilt werden, ne? Ja. Zurück in Roßdorf. Arndt Fischer und die Teubers wollen eine alte Catan-Variante bis zur Spielemesse neu auflegen. Unter dem Titel Aufbruch der Menschheit besiedeln die Spieler von Afrika aus den Rest der Welt. Mit neuen Techniken und neuen Strategien. 5. Vielleicht könnt ihr noch mal sagen, wie war das noch mal mit dem Neandertaler? Der konnte nicht nach Afrika. Nee, ne? Oder da waren so. Wir hier das wollen wir auch so lassen, oder? Das bleibt so. Ja. Genau. Okay, alles klar. Auf einen Erfolg wie Catan aufzubauen. Gar nicht so leicht. Es gibt etliche Spiele, die wir schon einfach wieder als Prototyp in den Schrank zurückgestellt haben, weil wir gesagt haben, das ist einfach nicht gut genug. Und das möchten wir selber so nicht rausgeben. Insofern haben wir da eigentlich wenig Druck und viel Leidenschaft, wenn wir die neue Spielentwicklung angehen. Und so macht es auch nur Spaß. Wir haben jetzt einmal geguckt, welche Änderungen wir vornehmen wollen. Wir müssen die ganze Gestaltung machen, die Illustrationen machen. Dann muss es produziert werden. Das heißt, das wird für uns nochmal sehr spannend, das alles umzusetzen und hinzubekommen. Aber auch da sind wir optimistisch, dass das klappen wird. Und so hat alles angefangen. Mit dieser alten Säge hat Klaus Teuber schon jede Menge Spielfiguren gesägt. Die Figur wird meistens nicht, jetzt sagen wir mal, hier zu Ende gesägt. Ich habe dann auch hier noch einen Bohrer, mit dem kann ich dann schleifen. Das ist gerade so ein dünner drauf, aber es gibt auch dicke, wie beim Zahnarzt eben. Ne? Ich war ja früher mal Zahnzischnecker gewesen und da wird dann auch noch ein bisschen geformt und die endgültige Form dann erstellt. 20 Jahre lang war er Zahntechniker, doch sein Herzensberuf war es nicht. Und so flüchtete er sich in Geschichten, zum Beispiel die der Wikinger. Ich habe mir vorgestellt, was haben die da gemacht, was brauchten die? Und die haben Holz gefällt, Wälder gerodet, Ackerflächen angelegt. Und aus dieser Vorstellung hat sich so ein Wunsch in meinem Kopf festgesetzt, eben so ein Besiedlungsspiel erleben zu wollen. Die Idee für Catan war geboren. Gemeinsam mit Sohn Benny bastelte er am ersten Prototyp. Ja, sieht gut aus. Die Figuren habe ich damals alle. Wie alt war ich da? Ich glaube 8 ungefähr. Habe ich dann mit der Hand gesägt, geschmirgelt, geklebt, bemalt, lackiert. Mhm. Und dann habe ich, für das ganze Spiel 20 Mark bekommen.
er kam dann immer mit dem ersten Prototypen, um dann den zu testen und einfach zu gucken, ob es Spaß macht halt. Ne? Und bei Catan, da weiß ich noch, dass mich das irgendwie gleich reingezogen hat. Und es hat sich auch nie so angefühlt, als ob es ein Test ist. Also es hat er auch immer ganz geschickt gemacht. Benny hatte immer so ein Mickey-Maus-Heftchen neben sich liegen, wenn er gespielt hat. Und wenn er dann ja, so auf das Mickey-Maus-Heftchen geschielt hat und es mal irgendwann so ein bisschen, da habe ich schon gemerkt, okay, das Spiel ist nicht spannend genug. Doch Bennys Mickey-Maus-Heft, bei Catan, bleibt es links liegen. Dass es so besonders sein würde später, das habe ich nicht geahnt. Das habe ich erst dann gemerkt, als, wie bei meinen anderen Spielen war es immer so gewesen, dass die Umsätze im ersten Jahr vielleicht gut waren, ja, beim zweiten gingen sie dann runter, auch bei den Spielen des Jahres, die ich vorher hatte. Und bei Catan war es so, dass die Umsätze zum ersten Mal von Jahr zu Jahr stiegen. Und dann habe ich gedacht, na, was ist denn jetzt los? Und da habe ich gemerkt, okay, da hast du wirklich ein besonderes Spiel entwickelt. Oh, oh, oh. Die zweite von links. Oh, ah, oh, ah. Nee, High Sky. Ah, du warst so nah dran. Zurück in Wendlingen ist der Spieleabend mittlerweile in vollem Gange. Seit 3 Jahren hat Angelo nicht mehr Catan gespielt. Wie läuft's? Gut. Doch, glaube ich, läuft ganz gut. Kann man aber noch, glaube ich, nicht sagen, dass ich verlieren werde, oder? Nee, ich glaube, es läuft ganz gut. Wenn ich jetzt mal meine Zahlen würfeln würde, sowas wie die 2 und die 12, das ist super. Ja, wer ist blau? Du bist blau. 2! Doppelscharf! Und du hast noch gelacht über mich. Hier entscheidet sich, ob ein Spiel den Praxistest besteht. Ich will, dass es mich thematisch abholt. Also, dass ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich erlebe jetzt gerade was am Tisch. Eigentlich verliere ich immer, ich gewinne nie. Es ist mehr so das Miteinander. Wenn ich um mich rum alles vergesse und dann einfach völlig in dem Spiel drin bin, das ist für mich dann ein richtig gutes Spiel. So, wer ist denn jetzt dran? Ja, dass wir hier mal ein bisschen Zug rein. Heiko ist dran. Heiko, ich brauche eine 2. 12 und eine 2. Und wie steht's bei Angelo? Nicht so gut. Nicht so gut. Also ich glaube, ich gönne es heute André oder Heiko, aber um den Sieg spiele ich, glaube ich, nicht mehr mit heute. Und dann setze ich das Ding da hin. Schade. Und dann würde ich sagen, 10 Punkte. Schachmatt. Angelo wird Vorletzter. Macht nichts. In 4 Wochen gibt's ja schon den nächsten Spieleabend. Neuigkeiten bei Kosmos in Stuttgart. Das Coverdesign fürs neue Catan-Spiel ist fertig. Jetzt muss Lena nur noch die Farben prüfen. Jedes Mal, wenn das fertige Produkt dann ankommt und auf dem Schreibtisch morgens auf mich wartet, freue ich mich schon, das aufzupacken und alles anzugucken. Ist das Kosmosblau im richtigen Farbwert? Der Catan-Schriftzug einheitlich? Das durchläuft ganz viele Freigabestufen. Das ist hier wirklich einer der letzten Freigabeschritte. Und ich bin auch nicht die einzige Person, die da drauf guckt. Von daher schauen da immer mehrere Augen drauf. Man ist natürlich nervös, aber man vertraut einfach auch seinen Prüfmechanismen und seinen Routinen, dass man da nichts übersieht. Endlich kann die Neuauflage Aufbruch der Menschheit in den Probedruck. Das Spiel soll noch rechtzeitig zur Spielemesse fertig werden. Allmählich drängt die Zeit. Auch Tobi will sein neues Spiel auf die Messe bringen. Mittlerweile hat er dem Erfinder erzählt, dass sein Kartenspiel veröffentlicht wird. Da haben wir einen Videocall gemacht und haben so ein bisschen gesprochen. Und der Autor hat sich wirklich sehr, sehr gefreut, weil es für ihn auch das erste Spiel ist, das er jetzt veröffentlicht. Und da war die Freude in den Augen schon zu sehen. Das erste Spiel, das Tobi von Anfang an betreut. Es ist schon was Besonderes, jetzt zum ersten Mal zu sehen, wie so ein Spiel von ganz, ganz am Anfang entsteht und eben auch diesen Weg zu begleiten, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und das dann auch am Ende im Laden zu sehen. Zum Beispiel hier, im Kosmos Shop in Stuttgart. Von den 3 Fragezeichen bis hin zu den Experimentierkästen, hier gibt es fast alles, was der Verlag produziert. Als Kosmos-Redakteur bekommt Tobi 50% Rabatt. Also, das würde ich gerne mitnehmen. Ja, gerne.
Ich wollte immer Fußballprofi werden. Doch da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das Talent nicht reicht und habe dann geschaut, wo sind meine anderen Talente und was mache ich gerne und habe dann festgestellt, Spielen macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß und habe dann irgendwo mal gesehen, dass es diesen Beruf Spieleredakteur gibt. Hab's ausprobiert und ja, mir hat so gut gefallen, dass ich jetzt immer noch da bin. Bei Arndt wird es langsam ernst. Das erste Produktionsmuster des neuen Catan-Spiels kam gerade druckfrisch vom Hersteller. Das ist immer so ein kleines bisschen spannend. Wir sind von der Redaktion her mit allen Illustrationen und Grafiken natürlich schon vor einigen Monaten fertig geworden. Wir müssen die Daten dann abgeben. Dann geht das zu unseren Herstellern, also zu den Produzenten der Spiele. Und da sind ja sehr viele verschiedene Komponenten drin in so einem Spiel. Und das muss dann zeitlich auch alles passen. Wenn die sagen, jetzt packen wir die Spiele zusammen, müssen die einzelnen Materialien da sein. In dem Fall hier aktuell ist es so, dass wir hier zwar schon ein Muster haben, aber die Tableaus selber, die fehlen gerade noch. Und es sind noch nicht mal mehr 2 Wochen bis zur Messe. Auch Kommunikationschefin Silke Ruoff wird nervös. Es ist in der Tat so, dass wir jeden Tag telefonieren, auch mit unseren Lieferanten, mit unseren Herstellerpartnern und fragen nach, klappt alles? Wo hakt es? Hakt es bei dem Titel? Wie sieht der andere Titel aus? Und es ist so, paar Spiele, da ist es immer noch auf der Kippe. Arndt, gibt es irgendwas Neues zu Catan? Wird es rechtzeitig fertig zur Messe? Ich glaube schon. Ja. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Wir haben gerade das erste Produktionsmuster bekommen. Ich habe es schon ausgepackt, sieht super aus. Spielplan ist da, Figuren sind da. Ja, auch hier sind wirklich super schön geworden. Also das ist super. Alles schon da. Was uns leider noch fehlt, sind die Tableaus. Da haben wir jetzt nur Vorproduktionsmuster. Das wird, glaube ich, wirklich noch mal ganz knapp. Tobi hat inzwischen gemeinsam mit Kollegen wie Kilian am Namen gefeilt. Aus Tricky Little Death wurde in einem ersten Schritt mächtig verdächtig. Unter anderem nach ein paar Irrwegen. Mächtig verdächtig funktioniert jetzt vielleicht in anderen Sprachen nicht so toll, auch mit diesem Reim. Und dann sind wir zu dem Titel Inside Job gekommen, der natürlich auch das Spiel noch ein bisschen besser beschreibt, weil ein Inside Job, das ist eben, wo sich jemand eingeschleust hat und jetzt versucht von innen heraus die Sache zu sabotieren. Und genau das passiert ja in diesem Spiel. Und dann ist es endlich soweit. Auch Tobi kann sein neues Spiel in den Händen halten. Hier war es was ganz Besonderes, weil ich durfte das Spiel von der ersten Sekunde an, quasi seit es uns vorgestellt wurde, erleben, wie es in seinem Rohzustand war. Und deswegen freue ich mich da bei diesem Spiel ganz besonders, weil ich jeden Schritt mitgemacht habe. Jetzt ist es da und man kann in den Laden laufen und sieht es da einfach stehen. Das ist ein tolles Gefühl. Doch der wichtigste Termin kommt erst noch. Auf der Spielemesse in Essen will er das Spiel offiziell vorstellen. Also ich werde auf jeden Fall in Essen auch genau beobachten, was da mit dem Spiel passiert, wie die Rückmeldungen sind von den Leuten, die da sind. Die sehen es ja auch da in Essen zum ersten Mal. Die Leute gehen hin, um die tollen Neuheiten kennenzulernen. Und von dem her werde ich da mit einem besonderen Auge drauf schauen. Endlich. Produktion des neuen Catan-Spiels in letzter Minute. Am nächsten Tag beginnt die weltgrößte Spielemesse. Doch erst jetzt sind alle Teile beim Spielehersteller Ludofact angekommen. 2000 Spiele müssen die Mitarbeiterinnen jetzt schnell verpacken, damit sie noch am Nachmittag nach Essen transportiert werden können. Wird das neue Catan-Spiel noch rechtzeitig ankommen? Dann mach ich es gerade wieder an. Okay, passt so. YouTube-Dreh bei den Spiele-Dinos in Wendlingen. In kurzen Videos stellen Melli und Angelo Brettspiele vor und bewerten sie. Wir wollen einfach auch gerne Spiele in Fokus setzen, wo vielleicht andere jetzt nicht den Fokus drauf haben. Wir wollen eben aufzeigen, dass es eben andere Sachen außer Monopoly, Mensch, ärgere dich und Co. gibt. Dann mache ich den Begrüßungstext und du kurz die Einleitung, ja? Ich muss nur überlegen. Drei. Ja. 3, 2, 1. Hallo und willkommen bei den Spielinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu unserem neuen Video Johanna Orléans. Und worum geht's, Melli? Ja, wir werden hier in die Rolle der alltäglichen Bürger schlüpfen. Wir werden Waren sammeln, Münzen sammeln und wir möchten natürlich Gebäude errichten. Wie das jetzt genau funktioniert, erklärt euch Angelo in den Regeln und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Ich weiß, ich schwätze Schwäbisch, das ist einfach so. Am Anfang habe ich es versucht mit Hochdeutsch, das habe ich relativ schnell eingestellt, weil es nicht funktioniert.
Man war natürlich nervös beim ersten Video. Wenn wir das noch anschauen, dann sitzt er wirklich so da und versucht ganz steif und akkurat jedes Wort auszusprechen. Und inzwischen ist es einfach, man hat einfach einen ganz anderen Flow, wie man halt einfach so ein Video präsentiert. Und ich glaube, das ist auch das, was die Zuschauer ganz gut finden, dass es nicht gestellt ist, sondern irgend so natürliches, ja, natürlichen Ablauf hat einfach. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Reinschauen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was zum Spiel zeigen, ob das was für euch ist. Erstmal Feierabend. Aber nicht lange, denn auch die Spiele-Dinos wollen auf die Messe nach Essen. Und dann sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ciao. Man trifft eben mal die, wo uns sehen, und alle sagen immer, hi, ja toll, wow, ihr macht das so super, klasse, toll. Und wir so, hi, ja, wer bist du denn? Wir kennen dich ja nicht, du siehst uns, aber wir wissen ja nicht, wer hinter den Konten steckt, hinter den Kommentaren. Mhm. Und das ist immer dann das Schöne, wenn man dann auf der Messe die Leute trifft und dann halt selber ja, persönlich interagieren kann. Aufregung bei den Kosmos-Mitarbeitenden. So einen Ansturm sehen auch sie nicht alle Tage. Eröffnung der weltgrößten Spielemesse in Essen. Über Monate haben die Spieleredakteure Arndt Fischer und Tobias Geier an ihren neuen Spielen gearbeitet. Heute werden sie präsentiert. Aber hat es das neue Catan-Spiel auch rechtzeitig auf die Messe geschafft? Das Spiel kam 8:45 heute Morgen hier auf der Messe an. Also heute Eröffnungstag, um 10 Uhr geht's los. Ja, wir hatten noch ein Stündchen Zeit, es einzuräumen, den Erklärern noch mal zu zeigen, aufzubauen. Knapper geht nicht. Tauscht die Plätze, fertig, los! Das Kartenspiel Inside Job, Tobis Herzensprojekt, wird schon gespielt. Doch bei manchen Spielern hakt's noch. Was passiert denn mit dem Koffer? Der geht an den Gewinner des Stichs. Ja, ja, ja. Also jetzt. Genau, jetzt gibt es nämlich den Koffer und halt den, der eingesetzt wurde, zusätzlich. Ja, 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 es ist schon nicht so ganz einfach. Klar, beim ersten Mal muss man noch so ein bisschen in die Regel reinkommen, muss sich so ein bisschen reinfuchsen, aber man merkt dann so richtig irgendwie, wie die Leute Spaß am Tisch haben. Und das ist natürlich irgendwie ein tolles Gefühl, dass die Arbeit nicht umsonst war, sondern dass man, ja, da wo man 1,5 Jahre lang dran gearbeitet hat, dass das jetzt auch den Leuten Freude bringt. Hi. Wir würden uns gerne mal Inside Shop leihen. Auch Melli und Angelo sind mittlerweile in Essen angekommen. Also wir haben 9 Missionen, 6 Geheimkoffer, was, und wir brauchen 13 Karten. Ich mag die Komponente aus gewohntem Stichspiel, und hier hat man so ein bisschen Social Deduction drin. Das heißt, eine Rolle, die kennt man nicht. Man versucht gemeinsam quasi diese Aufträge als Agenten zu erfüllen. Aber einer versucht, gegen die anderen zu spielen und hat seine ganz eigenen Ziele, die er versucht durchzubringen. Ich weiß nicht, aber es kommt mir komisch vor so langsam. Ich bin nicht der Verräter. 1, 2, 3. Okay. Nein. Okay, ich glaube auf jeden Fall, dass es Potenzial hat, ein Erfolg zu werden, gerade weil dieser Mix noch gar nicht so bekannt ist zwischen diesen beiden Mechaniken, Stichspiel und Social Deduction. Und alle, die das mögen, gerade im Familienbereich, glaube ich, kann es sehr, sehr gut ankommen. Wie gefällt euch das jetzt so von der Aufmachung, auch mit den Figuren und so? Also so, dass ihr sagt, hey, das ist aber cool, will ich mal ausprobieren? Ist das so? Also interessant finde ich es auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant. Ja? Ja, absolut. Auch das neue Catan wird endlich gespielt. Kann ich auch erst wandern und dann umwandern direkt danach? Ja. Das ist ein schönes Spiel für Familien. Weil das sehr kommunikativ ist. Man handelt miteinander, man kann sich positiv entwickeln. Ich habe gehofft, dass es einfach cool wird und mal was Neues ist. Und es ist halt ein bisschen wie Siedler, was bringt so ein bisschen frischen Schwung da rein. Der Aufbau ist toll, die Farben sind klasse. Alles in einem ist top. Aufbruch der Menschheit hat es erfolgreich in die Catan-Familie geschafft. Wir sehen die zufriedenen Spielerinnen-Gesichter, wir sehen aber auch die Erklärerinnen, die natürlich auch hier sind, mit viel Enthusiasmus das hier rüberbringen über viele Tage. Auch die haben Spaß daran, es zu erklären. Und wenn das zusammenkommt, dann würde ich sagen, Ziel erreicht. Das letzte Catan-Spiel wird es aber bestimmt nicht bleiben.